Yu-Gi-Oh! Kommt ums Eck mit dem neuesten Set Maze of Memories und dieses werden wir heute öffnen. Ich habe wieder ein Display von Konami bekommen und wir sehen hier einige Archetypes, die in diesem Set vertreten sind. Wir sehen den BLS hier in seiner neuen Form. Wir haben hier aber halt auch den Torwächter. Wir haben den Red Eyes hier. Wir haben die Duell Academy drauf. Wir haben aber auch hier Oldschool-Karten wie das Panzerfusionsmonster, was glaube ich jeder kennt aus der damaligen Zeit. Spellbook of Fate ist hier drauf. Wir haben hier Wind Up Kitten. Also wir haben hier einige Karten. Auch hier, ich glaube, das ist der neue Firewall Dragon, die wir jetzt sehen können. Ich bin mehr als gespannt und wir gucken da heute einfach mal rein in dieses wunderbare Set. 25 Quarter Century. Also wir sind schon dem 25-jährigen Jubiläum sehr nah. Und ich kann euch sagen, das wird sehr, sehr wild werden, sobald wir das 25-Jahres-Set bekommen. Das ist ein komplettes Reprint von dem Set Legend of Blue Eyes und den weiteren ersten 6 Sets, die erschienen sind. Mit einer speziellen neuen Rarity, aber da werden wir erst zu kommen, wenn wir bei dem Set sind. Vorerst sind wir erstmal Maze of Memories. Gucken rein, was für Reprints wir haben. Antiker Feendrache, Karte, die wieder von der Banlist und Nerata bekommen hat. Tief dunkle Fallgrube, der Goyo Guardian, der verabschiedet sich mal ganz, ganz schnell. Labyrinth Mauern haben wir hier. Auch eine sehr gute Karte aus dem Anime. Also gut in dem Sinne von ikonisch. Gut, jetzt nicht spielstark. Elpin der Rabe besucht uns hier ebenfalls. Und die Holo, die wir haben, ist Evolutions Endausbruch. Das sieht aus wie der Chimera-Tech-Überdrache. Mal gucken, ob wir hier heute solche Karten auch ziehen werden. Sehr nostalgisch das Set, sehr viele Reprints, aber halt auch natürlich Karten, die aus dem OCG zu uns gekommen sind. Ob wir hier heute irgendeine krasse Karte ziehen, weiß ich noch nicht, aber das ist auch nicht mein Ziel. Ich möchte heute ein paar coole, ikonische Karten haben, die wir schon immer sehen wollten. Kalut ist eine davon. Sehr geile Blackwing-Karte. Kann, glaube ich, jeder mit was anfangen. Wir haben hier Chaos-Form und wir haben hier Torwächter von Donner und Wind. Die erste Form. Torwächter, Donner und Wind. Sehr geil, dass es jetzt separiert wird. Okay. Wir brauchen wieder Sangha des Donners und natürlich Kasejin müssen dafür gerufen werden. Also der Torwächter, ich glaube, den kennt ja wohl jeder. Das Witzige an der Sache ist ja, du brauchst nicht mal Fusion für die Karte, so wie es auch damals im Anime war. Und ich frage mich so, okay, das ist eine Karte, die extra für den Anime gemacht wurde. Warum das damals nicht schon gab? Also es gab ja auch damals diese XYZ-Monster, die das ebenfalls gemacht haben. Torwächter haben wir ja als ganz normalen Comic Print. Ich calle, dass der Torwächter hier noch eine höhere Rarity hat. Ich call's einfach mal. Mekritter! Oh mein Gott, ich liebe die Mekritter. Ich finde die sehr, sehr geil. Oh, Jirai Gumo! Eine Fallenkarte von dem Guten. Sieht aus wie so ein Professor. Wie so ein verrückter Professor. Flinke Angler haben wir hier. Ist das nicht einer, der in Sprite gespielt wird? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Zeit auf und dann haben wir noch Torwächter von Wasser und Donner diesmal am Start. Alter, ey. Da sieht aber der gute Suijin sehr, sehr cool aus. Kommt aus seinem Schritt einfach jeder Schrei. Nee, ich mag die Artworks aber vom Torwächter. Die sind sehr, sehr geil. Ich kann mir vorstellen, dass das Artwork, wenn alle drei wieder drauf sind, auch ganz baba aussieht. So, Königlicher Erlass. Eine Karte, glaube ich, die damals sehr krass gespielt wurde, gerade in den Trap-Meter. Aber war schön zu sehen hier. Da haben wir noch Riruyuku-Wächter. War das nicht ein Secret damals? Kann mich auch irren. Aber ich glaube schon. Und wir haben den Torwächter nochmal. Und feierliches Urteil in Normal. Ja, das ist normal. Super rare. Schöne Karte. Feierliches Urteil, viele Reprints. Schöne Karte, kann man immer haben. Der alte Mann, der einfach sagt, weg mit dem Effekt. Irgendwie so. Weiter geht's hier. Wir haben einige Packs heute am Start. Dementsprechend gehe ich hier heute ein bisschen flinker durch. Mal gucken, was wir hier haben. Super-Soldaten-Ritual. Ich glaube, den Super-Soldat, den haben wir auch mal gerufen in Duel Links. Das war auch sehr, sehr witzig. Eine gute Folge war das. Schattenleichenflatterer des Labyrinths. Okay. Das ist ein sehr harscher Name. Aber okay. Name ist Programm, würde ich sagen. Rotäudige Seele haben wir hier drin. Eine neue Red-Eyes-Karte. Sehr, sehr cool. Und wir haben schwerer Labyrinth-Panzer. Also das sind echt coole Karten. Mag ich richtig, richtig gerne. Ja, also auch der Panzer, dass man den wieder sieht, so dass er seinen Return kriegt. Und das Coole ist, der funktioniert sogar mit den ganzen Torwächterteilen, als auch mit den Labyrinthmauern. Das heißt, es ist wirklich das Booster-Set für die beiden Leute. Ich weiß nicht, wie sie hießen. Vielleicht wisst ihr es ja, oder vielleicht wird es eingeblendet. Aber es ist so cool, Alter. Ey, Mekritter, gelber Stern haben wir hier auch im Start. Sehr geil. Sangha, der des Donners. Ne, ich habe nicht doppelt gepult. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch zweimal den Mekritter hier gehabt. Kasejin haben wir hier. Und wir haben super antiker Tiefseekönig. Der ist jetzt nicht so berauschend. So, let's go. Weiter geht's hier in dem wunderbaren Spektakel hier. In Labyrinth, Mauer, Schatten. Alter, ey, es sind geile Artworks, muss man sagen. Es sind Fieldspell. Monster können in dem Spielzug angreifen, indem sie beschworen wurden. Außer Monster, deren
Grundstufe 5 oder höher ist. Einmal pro Spielzug während deiner Mainphase kannst du einen deiner Sangha des Donners, Kazujin oder Suijin, der verbannt ist oder sich in deiner Hand oder in deinem Deck befindet, offen als permanente Zauber- oder Fallenkarte legen. Am Beginn der Battlephase deines Gegners kannst du ein Monster mit weniger als 1600 ATK wählen, das dein Gegner kontrolliert, zerstörst. Weiß nicht, ob das so krass ist. Also wahrscheinlich harmonieren die Karten ganz gut miteinander, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so ein cooler Archetype ist, der auf jeden Fall funktioniert. Das müssen wir uns noch ein bisschen was angucken. Wir haben auf jeden Fall hier eine Ultra Rare mit Schnellsynchro-Sternstaubdrache. Einer meiner Favorites, der Sternstaubdrache. Also der sagt halt, du kannst ein Monster beschwören, also ein Empfänger der Stufe 2 oder niedriger vom Friedhof, und du kannst den Tributen und einen Sternstaubdrachen holen. Das ist doch einfach ein besserer Sternstaubdrache dann. Mit mehr Bonus. Bonus! Und man muss sie weiterhin als Synchro-Material benutzen. I mean, für Combo-Decks, die wahrscheinlich einen Quasar oder sowas rausholen wollen. Ich weiß nicht, ob das noch viable ist. Vielleicht sehen wir den ja auch hier drinne. Bestimmt ganz cool. Rotäugige Seele. Seele. Alter, wie viele Seelenkarten sind hier drinne, Alter, ey. Was ist denn hier los? Sangha des Donners. Und wir haben hier Torwächter von Wind und Wasser. Diesmal fehlt irgendwie der gute Sangha. Und das sieht irgendwie ziemlich wild aus. Alter, ey, was ist mit ihm passiert? Ja gut, wir machen mal weiter und gucken mal, ne? Also, die Torwächter, die rasten ja komplett aus, ey. Bin mal gespannt, ob wir noch mehr Torwächter hier sehen werden. Noch mehr Konstellationen. Mech-Ritter, blauer Himmel. Alter, ich finde die Mech-Ritter sehr, sehr geil. Suijin. Ich finde das schönste Artwork von den drei Torwächterteilen. Einfach sehr, sehr geil. Überlastfusion. Wir haben nochmal ein Kalut und wir haben auf die Plätze. Fertig, Duell. So, nächstes Boosterle. Wir haben noch einige vor uns. Dementsprechend gucken wir mal. Königlicher Erlass. Alter, ey. Der Zephyros, die Elite. Gute Karte. Schöne Karte. Einfach mal Spezialbestimmung vom Friedhof. Wenn es möglich ist, machen wir. Machen wir! Vereinigter Torwächter haben wir hier. Da ist er doch, das Monstrum. 3750 ATK. Classic. Ich finde witzig, wenn Monster irgendwie Effekte haben, die was targeten sozusagen, kann der halt einfach sagen, nö, ich annulliere das 1, 2, 3 Mal für jeden Torso-Part. Annulliert er das einfach. Ist witzig tatsächlich. Also, ne, finde ich cool. Finde ich cool, dass der Torwächter Support bekommt. Ob das so meta-relevant ist, weiß ich nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ach du Heilige, Blumenbaronin hat hier einen Reprint bekommen. Ach du Heilige, endlich mal. Gott, Blumenbaronin kriegt endlich einen Reprint. Das finde ich gut. Schöne Karte, starke Karte. Und sehr, sehr teure Karte immer gewesen, weil, yo, die zu ziehen aus dem Originalset war irgendwie nicht ganz so einfach. Dementsprechend, gut, dass die Karte jetzt vorhanden ist. Was haben wir? Doppelangriff, Wind und Donner. Also die Torwächterkarten sehen schon cool aus, ey. Falls du ein Torwächtermonster kontrollierst, wähle eine Karte auf dem Spielfeld, zerstöre sie. Während deiner Mainphase, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen, füge deine Hand einen Sangha des Donners, Suijin, Kajin hinzu. Okay, du kannst, okay. Das ist aber ganz schön cool. Sucher und Zerstörer. Also schon sehr vielseitig, muss man sagen. Und wir haben hier noch Azai, der sylvanische Oberschütze. Sylvan habe ich damals sehr gern gespielt. Schönes Deck. Hi. Komm schon. Baronin am Start. Und wieder ein paar Mech-Ritter haben wir hier. Wir haben Kalut, wir haben Kosten verringern. Wir haben Sage von Drachenkaiser. Das ist sehr geil, das Artwork. Sehr, sehr cool. Sind ein paar XYZ-Monster hier. Primal Photon-Drache ist es, glaube ich. Und das hier ist, glaube ich, irgendwie so ein Chaos-Photon-Drache. Bin ich mir nicht sicher. Aber wie gesagt, ich freue mich sehr auf das, was jetzt noch rauskommt. Denn das nächste Set von Yu-Gi-Oh! Wird extrem, extrem nice werden. Gerade für Sammler. Dementsprechend freut euch drauf. Und eventuell... Alter, wir haben Double Trap-Holes hier. Heimtückische Fallgrube und tiefe dunkle Fallgrube. Und feierliches Urteil in Collector Rare! Let's go! Dass wir eine Collector Rare ziehen, hätte ich nicht gedacht. Und dann auch noch feierliches Urteil. Sehr stark. Au, Baby. Das ist stark. Alter, ich habe noch feierliches Urteil so geil angesprochen, ne? Effekt negate. Und dann ziehen wir die hier sogar noch in Collector Rare. Sehr nice. Da freue ich mich sehr drüber. Ich hatte damals die Ghost Copies von der Karte. Dann hatte ich die Goldkarten und jetzt habe ich tatsächlich eine Collector Rare von der Karte gezogen. Oh, ist das nice. Schöne Karte. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Wir haben den Sternstaubdrachen, wir haben eine Blumenbaronin und wir haben feierliches Urteil Collector Rare. Und ich glaube auch, in meinem Bein da landen wird und sich zu den anderen Collector oder auch Starlight Rares hinzugesellen wird. Aber schon krass, was für Feinkarten hier drin sind, ne? Königlicher Erlass, feierliches Urteil. Es sind viele starke Oldschool Feinkarten drin, genauso natürlich wie der Torwächter und natürlich auch die Remakes. Ich wollte den Supersoldaten eigentlich ziehen. Komm schon, dem neuen BLS. Show me! Spellbook des Schicksals.
aka Magiebuch des Schicksals. Ich bin immer fast beim Englischen, es tut mir leid, ey. Aber Fate, das kommt so locker flockig rüber, Alter, ey. Und ich glaube, der gute CK, der kann damit auf jeden Fall sehr viel anfangen, ey, also. Ich liebe Spellbook ebenfalls. Sehr schöner Archetype. Sehr, sehr krass. Sehr, sehr cool. Alter, come on. Labyrinthmauern, der hat auf jeden Fall auch eine Collector Rare verdient. Aber ich glaube nicht, dass wir mehr als eine pro Display ungefähr ziehen würden. Das wäre sehr, sehr unfair. Aber come on. Gib mir noch mal das BLS-Monster. Please. Sangha des Donners. Mekrita. Kazajin. Und nochmal Torwächter. Donner und Wind, den wir jetzt, glaube ich, schon zwei oder dreimal gezogen haben. Zwei Booster habe ich noch. Komm schon. Schauen wir rein, ob wir hier nochmal eine Ultra-Red ziehen. Ich glaube nicht, aber vielleicht mit ganz viel Glück. Schatten, Leichen, Flatterer, flinker Angler und wir haben Mac Ritter hier auf jeden Fall nochmal am Start. Gutes Link-Monster, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Letztes Booster-Pack. Ich bedanke mich auf jeden Fall Konami, dass sie mir das Display geschickt haben. Und ich hoffe, ihr freut euch jedenfalls auf das 25-Jahres-Set. Das wird mehr als geöffnet werden. Gerade mit den ganzen Oldschool-Karten, aber ich glaube, beschweren können wir uns hier ebenfalls nicht bei dem Opening. Schöne Ultra-Rares, schöne Oldschool-Karten und am Ende sogar noch ein Jackpot mit einer Collector-Rare. Ich glaube, das ist mega.